es triggert ein wenig, wie es würde beißen. Ich war bei Rossmann. Ja, dann habe ich hier ein paar Sachen von dem Essence-Sortiments-Update. Die habe ich... Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video. Und es tut mir leid, dass ich gerade irgendwie einen Stimmaussetzer hatte. Ich war bei Rossmann, da habe ich auch das meiste gekauft. Ich weiß den Grund meines Besuches da eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich wollte eigentlich nicht wirklich irgendwas Krasses besorgen. Ja, aber ich habe natürlich dennoch ein paar Sachen mitgenommen. Und ja, das möchte ich euch jetzt natürlich gerne zeigen. Ich habe hier auch noch was von Make-Up Revolution. Da hatte ich ja den Adventskalender bestellt. Und da gab es noch eine Goodie-Bag dazu, so eine Mystery-Bag, kostenlos tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, aber das war halt dabei. Das würde ich euch auch gerne zeigen. Ich hatte das eigentlich ursprünglich mit ins Video gemacht, aber irgendwie, ja, da wollte ich dann auch kein falsches Bild vermitteln, dass man das jedes Mal dazu bekommt. So, ja, ich fange einfach mal an. Ach, stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, der Hauptgrund meines Besuches war dieses hier. Das habe ich jetzt das dritte Mal nachgekauft. Das ist der Hydrator von No Cosmetics, der 120 Stunden Liquid Hydrator, genau. Der ist einfach so toll. Ich habe ihn euch schon öfter gezeigt, auch in Favoritenvideos und so. Und ich hatte mir jetzt eigentlich vorgenommen, den erstmal nicht zu kaufen, weil ich das nachgemachte Produkt davon hier von Isana hatte ich jetzt eigentlich stattdessen nehmen wollen. Habe ich auch gemacht. Ich mag den auch super gerne. So am Körper auch gar kein Problem. Im Gesicht war meine Haut aber irgendwie irritiert und nicht so sehr beruhigt, wie es sonst war. Und deswegen habe ich dann zurückgegriffen auf den hier. Scheint noch irgendwie was anderes mit drin zu sein. Ganz sicher, die Formulierung ist natürlich nicht ganz gleich. Ja, aber meine Haut hat das Zeug tatsächlich vermisst. Die ist nämlich irgendwie ein bisschen durchgedreht, die Haut. Ich habe dann hier entzündete Haarwurzeln bekommen und mag auch ein bisschen damit zusammengehängt haben, dass ich eine Erkältung war quasi im Anmarsch. Ich bin jetzt aber so gut wie fit wieder, also alles gut. Und danke für eure ganzen Besserungswünsche übrigens in den ganzen letzten Videos, wo ich dann immer mal gesagt habe, dass ich erkältet bin. Ja, das war auf jeden Fall ganz süß von euch. Und wie ihr seht, das hat geholfen. Und ja, da ist meine Haut dann halt auch ein bisschen durchgedreht. Und das ist sonst nie so durchgekommen, weil ich das Zeug halt sonst immer benutzt hatte. Benutze ich übrigens nach der Reinigung unter der Tagespflege oder auch Nachtpflege. Benutze ich morgens und abends, genau. Das ist kein schlechtes Produkt hier. Da sind auch ähnliche Wirkstoffe mit drin auf jeden Fall. Und ich mag den auch total gerne hier, den Liquid Moisturizer heißt der von Isana. Ich werde den auf jeden Fall auch am Körper aufbrauchen, denn ich habe das manchmal, habe ich euch auch schon öfter mal erzählt, da ist mir das dann schon fast zu teuer. Empfindliche Haut. Sonnenbrand, allergische Reaktion, da ist das wirklich Gold wert. Also bisher zumindest beruhigt und stärkt die Haut mit Ectoin. Ich glaube, es ist hier auch drin. Ja, also es scheint aber eine andere Zusammensetzung zu sein. Meine Haut mochte am liebsten auf jeden Fall leider das Originalprodukt. Deswegen bin ich fürs Gesicht darauf wieder zurückgestiegen. Genau, das wollte ich mir dann auch unbedingt schnell wiederholen, damit das nicht noch schlimmer wird mit den... Also es ist jetzt auch alles wieder gut, ne? Deswegen... Ja, wird wahrscheinlich aber, wie gesagt, auch mit dem Infekt zusammengehängt haben, wenn das Infekt heißt. Und ja, aber wie gesagt, sonst ist das nie durchgekommen. So, ich habe noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Hier gab es zum Beispiel mein Haarspray, das ich schon seit Jahren wirklich, ich glaube, ich habe das erste Mal gekauft, als ich 15 war, erzähle ich euch ständig. Es ist immer noch mein Lieblingshaarspray. Ich habe letztens eins von L'Oreal bekommen. Das war das Elnett, genau. Das ist auch nicht schlecht, aber... Der Duft ist etwas eigenartig. Kann ich nicht jeden Tag drauf und wenn ich es in den Mund kriege, aus Versehen. Hier passiert gar nichts. Also ich sprühe es mir natürlich nicht in den Mund, aber wenn man es aus Versehen mal, dadurch, dass es im Raum rumfliegt, irgendwie in die Atemwege kriegt, dann schmeckt das andere irgendwie ein bisschen beißender. Und das ist hier einfach nicht so. Benutze ich schon ewig. Das war halt die Woche da im Angebot, ist jetzt nicht mehr. Das war letzte Woche schon, dass ich das gekauft habe. Es liegt jetzt hier halt schon die ganze Zeit rum, aber es waren immer andere Videos wichtiger, deswegen. Ja, dann habe ich zweimal Kosmetiktücher mitgenommen. Das ja, kam jetzt tatsächlich auch ganz gut wegen der leichten Mini-Erkältung. Es war eigentlich nur ein Schnupfen. Mein Sohn hatte Husten, ich hatte Schnupfen, aber der jeweils andere hatte das, jeweils andere nicht. Genau, auf jeden Fall benutze ich da ganz gerne dann mal Kosmetiktücher, weil ich nicht jedes Mal ein ganzes Taschentuch brauche. Da sind ja dann auch mehr Lagen und ja, die sind jetzt dreilagig. Das ist halt nicht wirklich zum Naseputzen geeignet, aber wenn man halt einfach nur eine laufende Nase hat, die nicht geputzt werden kann, weil sie noch zu verstopft ist, dann ist das ganz toll. Ach, worüber wir uns hier schon wieder unterhalten, ne? Ja, dann habe ich hier ein paar Sachen von dem Essence-Sortiments-Update. Die habe ich...
Die habe ich bei Cosmetic for Less bestellt. Die müsste es aber auch bald auf jeden Fall in der Filiale geben, denke ich. Da gab es auch auf jeden Fall, stimmt, da hatte ich auch einen Teil davon her. Also ich habe die ganzen Essence-Sachen so ein bisschen zusammengekauft. Ich habe im Essence-Online-Shop Sachen bestellt, weil es da Online-Exclusive-Produkte gab. Muss ich euch auch gleich unbedingt zeigen, so süß. Genau das, dann ein Teil bei Cosmetic for Less und den anderen Teil habe ich aus dem Vorschau-Aufsteller von Rossmann quasi, von Essence, gekauft. Ich hole mir das mal ganz kurz hier alles raus. Die Chrome Flakes, Multi-Chrome Flakes, genau, Eyeshadow-Topper ist das. Und da habe ich mir jetzt die hellere Farbe mitgenommen, die nicht ganz so pink ist. Ich habe jetzt schon bei einigen Leuten gehört, also bei zwei, da hat das auf den Augenlid gebrannt. Ich habe aber auch schon eine Meinung gehört oder zwei, drei Meinungen quasi, da hat das nicht gebrannt. Und ich wollte es jetzt natürlich mal ausprobieren. Das ist halt eine super schöne Farbe. Sind wohl nicht so ganz so, also hier die Verpackung ist die von Danessa Myricks. Ich habe die auch da. Die Farbe ist natürlich eine ganz andere, deswegen nützt es jetzt nichts, das dagegen zu halten. Die Verpackung ist sehr ähnlich. Das ist halt ein bisschen alltagstauglicher, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall jetzt so erstmal schön. Wir können das ja mal kurz einfach auf den Handrücken auftragen. Oha! Es ist wohl nicht so sehr hoch konzentriert, sag ich mal. Deswegen wird man das schichten müssen, wenn man das ganz extrem drauf haben wollen würde. Ich hoffe, davon trocknet gleich noch ein bisschen was weg. Man sieht jetzt, also ich sehe gerade nicht so viel. Vielleicht seht ihr in der Kamera mehr, aber es sieht schon schön aus. Ne? Ich lasse das mal kurz ein bisschen drauf, um zu gucken, ob das auf meinem Handrücken brennt. Auf jeden Fall, ausprobieren musste ich das auf jeden Fall. Wie gesagt, das hatte ich jetzt aus dem Vorschauaufsteller von Rossmann. Das könnt ihr also da auch auf jeden Fall kaufen. Und die Mascara, die gibt es übrigens auch in Braun. Die hatte ich mir jetzt auch geholt. Das ist die Lash Without Limits Extreme Lengthening and Volume Mascara. Und da habt ihr bestimmt auch schon ein bisschen was von gehört. Die soll so ein bisschen vom Bürstchen her der Sky High ähnlich sein. Das gucken wir uns direkt auch einfach einmal an. Da habe ich hier gerade aus dem Adventskalender ein. Genau, hier ist das Bürstchen von der Sky High. Das ist halt so ein leicht spitzer zulaufendes Silikonbürstchen. Ich liebe die Mascara ja persönlich und das hier ist sehr ähnlich in der Tat. Ich finde, die Paste ist ein bisschen matter insgesamt und das Bürstchen von der Essence ist auch ein bisschen dichter. Ich habe die auf jeden Fall auch schon ausprobiert. Ich habe das jetzt leider nicht auf Video aufgenommen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass sie ein sehr, sehr schönes Ergebnis macht. Also mir hat sie sehr gut gefallen. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war die Haltbarkeit. Da ist die Sky High auf jeden Fall haltbarer. Also hier fielen jetzt die Wimpern im Laufe des Tages runter. Dennoch war sie sehr, leicht zu handhaben. Sie hat ein schönes Ergebnis gemacht, war gut zu schichten und das war auf jeden Fall gut. Vielleicht habe ich auch nur an dem Tag mein Augenlid nicht richtig abgepudert. Das werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen dann. Und ja, übrigens nochmal ganz kurz, es juckt ein bisschen in der Tat. Es ist so ein bisschen, es triggert ein wenig, wie es würde beißen, aber es ist schon komplett weggetrocknet. Also es ist ein bisschen komisch, aber wenn ich jetzt rübergehe, da wo die Glitzersachen sind, die sind relativ fest. Also für jeden, der das auf dem Auge ab kann, herzlichen Glückwunsch. Das finde ich auf jeden Fall ein schönes Produkt. Aber ich habe jetzt gerade in der Tat wirklich das Gefühl, ich werde mir jetzt mal kurz die Hände waschen. Das gefällt mir nämlich jetzt gerade vom Gefühl her gar nicht. Das ist, als wenn ich Allergie kriege oder so. So, sorry, ihr Süßen. Ich bin eigentlich echt keine Drama-Queen, was sowas angeht. Aber das fühlt sich jetzt richtig mitgenommen an. Ich muss hier direkt meinen Hydrator drauf machen, damit sich das beruhigt. Man sieht jetzt nicht viel, aber es ist richtig wie angegriffen. Also auf die Augen werde ich mir das leider nicht schmieren. Und ich glaube auch auf den restlichen Körper nicht. Das ist total schade. Ich weiß gerade nicht mehr, ob die 3 oder 4 Euro gekostet haben. Aber das kennt man von Essence ja gar nicht. Also das ist ja schon ein bisschen, das heißt ja auch Eyeshadow-Topper. Aber wenn das mir auf der Hand jetzt schon so brennt. Ich bin ja ein bisschen leider allergisch gegen Mitsukis Haare zum Beispiel. Und wenn ich den länger gestreichelt habe, dann ist meine Haut auch ungefähr so. Also das brennt, es penetriert so ein bisschen. Ich weiß, das ist nicht das richtige Wort, aber es tut echt ein bisschen weh, muss ich sagen. Das ist jetzt sehr unangenehm. Es tut mir leid, dass ich da jetzt ein Drama von mache, aber das ist echt nicht so nice, ne? Ja gut, wir machen einfach mal weiter. Das kann ja mal passieren. Ich hoffe, sie bearbeiten das irgendwie jetzt nochmal im Laufe des, wahrscheinlich nicht mehr vor Release, bevor das jetzt in die ganzen Filialen kommt. Scheine ich einfach empfindlich zu sein. Schade. Finde ich wirklich schade. Nun gut, bin ich auf jeden Fall froh, dass ich mir nicht beide Farben gekauft habe. So, die Mascara habe ich euch schon gezeigt. Und das hier, das war, glaube ich, online-exklusiv. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sie jedenfalls
im Laden noch nicht gesehen. Das ist Curl Fixing Lash Base. Ich bin gespannt, ich habe gar nicht geguckt, welche Farbe das hat. Auf jeden Fall nicht sehr hell. Das ist so ein bisschen anthrazitfarben. Hat so eine Bürste, fand ich halt sehr interessant, weil ich ja so gerne auch die Base von Sky High mag. Die ist ja auch schwarz. Und hier das Bürstchen, alleine selbst wenn ich das jetzt sauber mache, dieses Bürstchen, das sieht mega gut aus. Wollte ich mir unbedingt anschauen. Also die ist dann auf jeden Fall auch neu. Hier die Base und werde ich euch auf jeden Fall wissen lassen, wie die ist. Vielleicht landet sie ja sogar in meinem Favoritenvideo. Und das hier war jetzt so der Grund, warum ich bei Essence direkt bestellt habe. Ich habe auch gleich zwei bestellt, weil ich meiner Mama einen mitbestellen wollte. Das ist ein Blushlighter. Und den gibt es halt auch wirklich nur online. Love is in the air. Und der schaut so aus. Und ihr wisst ja, dass ich euch schon mal, also wer meine Sammlung geschaut hat. Übrigens möchte ich bald wieder eine neue drehen, jetzt zum Herbst hin. Und genau, ist ja dann auch schon ein halbes Jahr her, dass ich die andere online gestellt habe. Und ich habe gesagt, zweimal im Jahr würdet ihr die gerne sehen, meine Schminksammlung. Und ich sammle sehr gerne und auch aus alten Limited Editions, Blushes, Highlighter in diesem Format. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, so eine Online Limited Edition gewesen. Nein, das ist keine Edition, das ist einfach nur ein Artikel, den es online gab. Ihr seht die Herzchenballons, es ist so süß. Ich werde den nicht benutzen, ich habe den einfach nur, weil er unheimlich süß aussieht. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich freue mich darüber sehr. Und wie gesagt, für meine Mama habe ich den auch einmal mitgenommen. Und auch das hier war ein Online-Exclusive-Produkt, wollte ich mir mal anschauen. Das ist Conceal Like a Pro Color Correcting Palette. Und da habt ihr vier Farben von Essence. Ich weiß gerade den Preis aus dem Kopf nicht. Ich blende euch das natürlich wie immer ein, aber das fand ich natürlich auch sehr schön. Ich glaube, grün ist immer gegen Rötungen. Gelb für dunkle Flecken. Rot ist für die Augenringe in der Tat. Und Anti-Dullness, was heißt das denn mit Lila? Ich meine, das war bei Revolution mal für einen wacheren Hautton, für einen besser erwachten Hautton. Vielleicht ist sowas Ähnliches gemeint, weiß ich jetzt gerade aber nicht. Hinten steht doch was drauf, wartet mal kurz. Also grün gleicht Hautrötungen aus, gelb hält dunkle Stellen auf, rot kaschiert Augenringe und lila wirkt gegen fahlen Teint. Also ja. So meinte ich das jedenfalls auch. Genau, wollte ich mir unbedingt auch mal anschauen. Ich glaube, Natalie Nord Beauty hat dazu schon ein Video hochgeladen, wenn ich das hier veröffentliche. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr einen Tragetest sehen wollt. Das macht es immer ganz gut. Und ich bin dafür einfach leider immer zu langsam. Ja, ihr Süßen. Und dann habe ich mir noch was. Moment, ist... Nee, Rossmann ist noch gar nicht fertig. Ach, Jungs und Mädels, das muss ich euch zeigen. Ich bin so, so begeistert, wirklich. Ich bin so verliebt. Ich habe mir... das muss man dazu wissen. Ich packe das mal kurz mit hier rein. Keine Kooperation. Ich habe bei Sonny Loops einen Code gesehen und wollte das schon länger mal probieren. Und bei mir passt es jetzt. Es ist wahrscheinlich für Leute, die viel Kaffee trinken, nichts. Aber ich trinke nur alle paar Tage mal ein. Und einfach, weil ich meistens zu faul bin, mir einen zu machen. Ich habe aber auch manchmal Besuch, zum Beispiel meine Mama oder meine Schwester. Und wenn die einen Kaffee trinken wollen, ich kann tatsächlich einfach keinen Kaffee kochen. Ich hab's, weiß nicht, in der Ausbildung habe ich es ein paar Mal gemacht. Mein Kaffee ist immer scheiße gewesen. Deswegen habe ich es irgendwann aufgegeben. Es ist wahrscheinlich eigentlich gar nicht so schwer, aber irgendwie habe ich da auch nicht so die Muße, das zu lernen, sagen wir es mal so, weil ich würde mir selber halt nie einen machen, weil der ganze Aufriss lohnt sich nicht und eine Kaffeemaschine will ich mir auch nicht hinstellen, also mir ist quasi auch nicht zu helfen, weil bei mir so ein bisschen der Wille fehlt, um das jetzt mal kurz zu halten und deswegen habe ich da jetzt mal, genau, da wurde mir mal vorgeschlagen, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen hier, das heißt Try Moin Kaffeekonzentrat, ich habe jetzt hier einmal die Pure-Variante und bei Sonny Loops gab es halt zu dem Zeitpunkt einen Rabattcode, dass man 3 Flaschen zum Preis von einer kriegt, wenn man die einzeln kauft, kostet 21 Euro, aber hier soll man halt auch super viele Tassen Kaffee rauskriegen, was steht denn hier jetzt eigentlich? Zum Beispiel auf 150 bis 200 Milliliter Milch und oder Wasser 1 bis 2 Teelöffel Trimoin. Ich habe zum Beispiel auf 150 Milliliter Milch immer nur einen Teelöffel gemacht, weil es mir sonst auch zu bitter wurde. Ja, das hält 3 Monate, wenn es offen ist und mehr kann ich dazu gerade noch nicht sagen, weil die habe ich noch nicht probiert. Ich habe mir nämlich 2 zuckerfreie, die gibt es auch in zuckerhaltig. Also wie gesagt, keine Werbung, ich arbeite mit denen nicht zusammen. Ich könnte mal fragen, wenn ihr das interessant findet, aber ich glaube, ich bin noch nicht so wirklich interessant für die. Hier ist jedenfalls einmal ungesüßt mit Karamell, genau, das fand ich super interessant. Habe ich noch nicht probiert, aber hier Vanille habe ich schon probiert, da kam schon einiges raus. Und ja, jetzt mal abgesehen davon, übrigens hier steht noch drauf, zahle dauerhaft nur 12,99 pro Flasche im Sparabo, also man kriegt es dann auch günstiger. Wie gesagt, wenn man jetzt täglich zig Tassen Kaffee kauft, das ist dann viel zu teuer, gar keine Frage. Aber weil ich halt nur mir selber wirklich anmache, wenn ich super müde bin, das kommt alle 2-3 Tage mal vor oder halt Besuch habe, dann kann ich mir die rausholen und dann ist das fein. So, und
Lange Rede, kurzer Sinn. Das war aber die Vorbereitung auf diesen Artikel hier. Den habe ich mir jetzt nämlich einfach mal bei Rossmann mitgenommen. Das ist von der Ideenwelt der elektrische Milchaufschäumer. Ich habe so viele Videos über Milchaufschäumer in letzter Zeit geguckt, weil ich halt kein Geld umsonst jetzt ausgeben wollte und dann aber trotzdem guten Milchschaum haben wollte. Und ich wollte jetzt auch nicht zu viel sauber machen, dies, das. Und ich hatte ein Video gesehen von vor 4 oder 5 Jahren von jemandem, da sah der doch ganz anders aus, der Milchschaumbereiter quasi. Und da hatte der schon recht gut abgeschnitten. Und dann dachte ich, weil ich den einen Tag da war und der dann zufällig vorne in der Ideenwelt stand, Alter, meine Hand brennt, by the way, immer noch, dachte ich, du nimmst ihn jetzt mit. 25 Euro. Leute, der macht so einen genialen Milchschaum. Ich hatte eine 3,5% Fett... haltige, haltbare Milch von Gut und Günstig, also von Edeka. Das hat super funktioniert. Ich hatte dann halt so ein riesiges Glas. Die Milch war dann natürlich ein bisschen voluminöser durch den Schaum, wovon man übrigens super satt wird. Und dann hatte ich, wenn das Glas ist, so viel Schaum, unten so viel Milch. Das hat sich dann natürlich ein bisschen verflüssigt wieder, aber das konnte man sowohl heiß als auch kalt machen. Und egal welche Temperatur, das ist genauso viel Schaum gewesen. Unglaublich und geht super schnell, gar nicht laut. Mega! Also für 25 Euro, ich hätte fast einen bei Amazon für 70 Euro gekauft. Und jetzt bin ich froh, dass ich das nicht getan habe, weil das ist echt, also das hat mich schwer beeindruckt. Für 25 Euro, ja, alles jetzt eine teure Angelegenheit, aber den werde ich auf jeden Fall auch, ich meine, oh, ich habe mir das Ding gerade in die Klippe gehauen. Na, das kann man ja auch für Kakao benutzen, das ist für Kinder sowieso auch ganz schön und ja, finde ich einfach eine ganz schöne Sache. Habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass der so gut funktioniert, habe ich einfach nicht mit gerechnet und ich dachte, ich muss jetzt noch 10.000 verschiedene Milchvarianten ausprobieren, damit das überhaupt schäumt, weil da gibt es ja dann auch irgendwie manche, die das richtig gut tun. Aber der für 25 Euro, so einen krassen Schaum, wirklich ganz toll. So, ich bin begeistert. Tut mir leid. Genau, dann habe ich das hier noch mitgenommen. Das fand ich interessant wegen des Dufts. Das ist ein Wäscheparfum. Langanhaltendes Dufterlebnis für Waschmaschine und Trockner. Das fand ich vor allem interessant geeignet. Wie man das dann macht, das weiß ich jetzt. Wartet mal. 3 bis 4 Spritzer Wäscheparfüm pro Trocknungsgang auf ein sauberes Baumwolltuch geben. Tuch zu feuchten Wäsche in den Trockner legen und Trockner sofort starten. Genau, und in der Waschmaschine, was steht hier? 3 bis 4 Spritzer, also auch 15 Milliliter Wäscheparfüm pro Waschgang für einen dezenten Duft in das saubere Weichspülfach der Waschmaschine geben. Für einen intensiven Duft die Dosierung beliebig erhöhen. Ja, das war bisher halt immer ein Problem. Ich hatte das jetzt nicht unbedingt für die Waschmaschine gekauft. Da bin ich eigentlich mit meinem Weichspüler von, wie hieß denn das noch? Von das ist diese Hausmarke von Amazon. Da habe ich den Weichspüler, den finde ich unglaublich gut. Und ich verlinke euch den mal, falls die Frage aufkommt. Es ist nicht ganz so krass riechend wie der Lenore Aprilfrisch, aber in die Richtung und deutlich stärker als die günstigen, die ich sonst gekauft habe. Der kostet um die 2 Euro pro Flasche, meine ich. Also falls ihr das ausgeben wollt, ich verlinke euch das mal. Aber das ist immer, glaube ich, eine 6er, also ein 6er-Abo-Dings. Also ihr müsst dann 6 Flaschen kaufen. Genau, muss man auch mögen. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Also da bin ich eigentlich zufrieden und das wollte ich jetzt tatsächlich für den Trockner dann haben. Und weil ich hatte mal von einer Zuschauerin, und das ist mir jetzt leider leer gegangen, hatte ich von Rituals, die hatte mir von dieser Sakura-Reihe einen Raumduft, glaube ich, oder ein Textilerfrischer, irgendwie so ein Spray geschenkt und das wollte ich gerne nachfüllen, wollte aber nicht, beziehungsweise Rituals ist hier jetzt auch nicht in der Nähe und ich würde das gerne vorher riechen wollen. Da gibt es ja auch so ein Konzentrat, was man irgendwie anmischen kann. Ich habe jetzt jedenfalls das hier einmal mitgenommen. Gott, also heute laber ich schon wieder euch so ein, was labert man anderen ans Ohr? Ihr wisst schon. Was labert man anderen denn ans Ohr? Wie ging denn der Spruch nochmal? Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich bin da aber ganz schlecht drin. Auf jeden Fall habe ich das deswegen gekauft. Dachte, vielleicht ist das eine schöne Alternative, zumindest zum Übergang. Ich wollte es einfach mal probieren. Lange Rede, kurzer Sinn oder auch gar keinen Sinn. Ja, fand ich jedenfalls interessant. Ich mache hier mal den Hydrator zu. Was ich auch noch mitgenommen habe. Und ganz liebe Grüße an meine liebe Bea, die mir das schon ein paar Mal geschrieben hat, dass ich das probieren soll. Und jetzt habe ich es endlich mal mitgenommen. Es war leider nicht im Angebot. Das ist das Monday Shampoo und ein Conditioner. Finde ich super praktisch in diesem Spender. Sieht auch total schön clean aus. Ich meine, die hat noch einen anderen Conditioner, aber dazu kein passendes Shampoo. Ich habe jetzt hier Anti-Frizz Shampoo mit Shea Butter mitgenommen und auch den Conditioner Anti-Frizz mit Shea Butter. Ich meine, hier war Silikon drin. Das ist mir persönlich ja immer sehr wichtig. Ja, ist es auf jeden Fall. Und ich glaube, in dem Shampoo war es nicht drin. Ich bin mir aber auch gerade nicht so ganz... Lass mich mal schnell schauen. So schnell sehe ich tatsächlich kein Silikon. Das muss mir... Beim Shampoo ist mir das gar nicht so wichtig. Hauptsache alles, was danach auf die Haare kommt, hat Silikon. Das wäre auf jeden Fall immer schön. Ja, sie hat gesagt, dass das einfach ganz toll ist. Und da haben auch noch andere Zuschauer drunter geschrieben, dass die das auch gerne mögen. Deswegen musste ich das natürlich ausprobieren. Das ist
tatsächlich ganz günstig. Hier, wie viel sind hier drin? Ist gar nicht so wenig. 350 Milliliter sind hier jeweils drin und die kosten 6 Euro, glaube ich. Ja, ist nicht günstig, aber auch nicht das teuerste Shampoo, was ich jemals hatte. Übrigens habe ich letztens eins von L'Oreal aussortiert, was recht teuer war. 15 Euro die Flasche. Und das habe ich meiner Mama gegeben. Die ist so begeistert davon, nur weil das bei mir hat es nicht so gut funktioniert. Es war nicht mega doof oder so. Es war trotzdem gut, aber nicht so gut, dass ich es für den Preis wieder kaufen würde. Dafür brauchen die Kunsthaare. Was heißt Kunsthaare? Das sind echte Haare, aber halt nicht meine echten Haare. Brauchen die einfach zu viel Pflege und das war da einfach nicht ausreichend. Aber ich denke, meine eigenen Haare hätten sich damit zufrieden gegeben. So, das hier hatte ich bei irgendwas mitbestellt. Pearl and Beauty, das war damals auch im Angebot. Das habe ich ja die ganze Zeit nicht gezeigt und letztens erst wiedergefunden, weil das war noch so komisch eingepackt. Und das ist mein Lieblings-Deo und das riecht so gut. Ich habe eigentlich noch genug Deo, aber es war im Angebot und ich liebe den Duft einfach. Es riecht so schön cremig, so schön frisch und einfach mein Favorite. Auch schon tatsächlich, seit ich 15 war. So, was haben wir denn jetzt hier noch, ihr Süßen? Ah, hier, das hier noch. Genau, das hatte ich allerdings bei Amazon bestellt. Leider wird es bei mir gelblich-grün. Es ist so schade, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das stört mich extrem. Meine Augenbraue, die ist so krass laminiert mit meinem Augenbrauenprodukt, dass die sich immer so in Falten legt, wenn ich die so ein bisschen bewege. Und das sieht so dumm aus, finde ich. Aber auf der anderen Seite hält das Produkt halt so super gut. Und deswegen steige ich noch nicht so richtig um, weil nur das so lange hält. Halt auch beim Schwimmen, das hält alles, ne? Aber das sieht so bescheuert aus. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Auf jeden Fall dachte ich, dass ihr könnte mir vielleicht helfen. Hatte ich vor Jahren schon mal. Dieses Tattoo-Brow, das ist diese, ja, Zehepaste, die man aufträgt, 2 Stunden drauf lässt und dann für mehrere Tage was davon hat. Ich hatte auch mehrere Tage was davon. Das hier ist jetzt übrigens die dunkelste Farbe. Welche ist denn das überhaupt? Black Brown. An sich super, ne? Aber erstmal ist es nicht intensiv genug, wenn es erstmal drauf ist. Und dann, wenn ich es so ein bisschen blasser mache, ich muss wahrscheinlich gleich niesen. Entschuldigung. So, wisst ihr noch, als das mal von Knigge kurzerhand geändert wurde, dass man sich zu entschuldigen hat, wenn man genießt hat, statt dass jemand Gesundheit sagt? Und dann haben die das wieder zurückgeändert. Irgendwie war das jedenfalls damals so die Kommunikation. Vielleicht ist das auch ein das ist schon ewig her, da ging ich noch zur Schule. Vielleicht war das auch ein Missverständnis. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht gelesen, sondern erzählt bekommen. So, auf jeden Fall. Ja, es wird so komisch gelblich, so komisch grünlich irgendwie, also wie das im Abgang ist, ist halt total schade. Und das 2 Stunden drauf zu lassen, ist halt auch manchmal echt eine Zumutung. Sag ich, dann gehst du auch mit so richtig krassen Balken ins Bett, dann pellen die sich irgendwann nachts ab und es ist irgendwie, ich muss damit noch ein bisschen üben. Genau, das hatte ich bestellt und dann noch so nachgemachtes China-Zeugs irgendwie, das konnte ich auch auf Amazon bestellen. Das ist so ähnlich. Natural 3-Dimensional, ich weiß auch nicht. Ja, das muss ich auf jeden Fall noch probieren. Das habe ich noch eingekauft. Und was mache ich jetzt? Jetzt zeige ich euch noch kurz die Mystery Bag. Die ist hier schon so ein bisschen sichtbar, seht ihr schon. Also das gab es, wie gesagt, ich hatte bei Revolution Beauty Online bestellt, den Adventskalender und nichts weiter dazu bestellt. Und dann war das hier einfach mit im Warenkorb. Also ich hatte das bei der Bestellung schon gesehen. Und das gab es jetzt quasi einfach geschenkt. Hier haben wir einmal so eine Badebombe, total schön als rosaner, weißer Donut. Das soll nach Cotton Candy riechen. Es riecht natürlich super gut. Ich liebe die Sachen sowieso. Und das ist natürlich ein schönes Geschenk, ganz klar. Dann haben wir hier 2 Lippenprodukte. Einmal mit so Puppies. Den werde ich wahrscheinlich meiner Mama schenken. Da sind sogar Katzis drauf, sehe ich gerade. Von I Heart Revolution ist das die Farbe. Let's Party. Also wie Foto und dann, also wie Party, ihr wisst schon. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne, nudige Farbe. Da, das finde ich auf jeden Fall nicht blöd. Man hat ja immer bei so Mystery Bags so ein bisschen das Gefühl, dass da Sachen reinkommen, die sie halt nicht so gut losgeworden sind. Ist ja auch nicht schlimm, wenn es das Geschenk gibt oder für einen kleinen Preis. Das ist, da bin ich immer sofort dabei. Von Make-up Obsession gibt es hier den Edit Matchmaker Lip Crayon. Der sieht auch sehr schön aus, auf jeden Fall. Das ist die Farbe Edit, glaube ich. Und das ist so ein dunkleres Rosenholz, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Also nicht irgendein Mist. Genau, Make-up Obsession gehört ja auch zu Revolution. Dann hatte ich hier noch, das war eine Maske, die man, das ist mit Shea Butter, Kakaobutter. Das ist eine Aftercare-Maske für die Augenbrauen, wenn man gewaxt wurde, wenn man Microblading hatte oder so irgendwie. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht jeder ja, nutzt, sag ich mal, oder kauft. Und ja, die gab es jetzt hier gratis dazu. Das fand ich ganz cool. Kann ich mir dann mal anschauen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Und das hier war der Oberkracher. Habe ich mich richtig gefreut. Von I Heart Revolution, die Chocolate Chip Cookie Shadow Palette. Alleine wie das jetzt schon aussieht. Ihr seht hier die Augen, das Mündchen und da ist ein Keks drin. Und das ist ein Squeezy, also eine Squeezy-Palette.
dass man die nicht kauft. Ich hätte sie jetzt auch nicht gekauft. Ich finde sie aber total lustig. Und jetzt gerade, wo es das Geschenk gibt, schaut ihr die Konsistenz. Ihr könnt das bestimmt, ihr wisst genau, wie sich das anfühlt, wenn ihr mich da drauf rumquetschen seht. Das sind jetzt solche Farben, also nicht besonders aufregend, aber ich finde passend für die Verpackung ist das auf jeden Fall. Und für geschenkt freue ich mich natürlich sowieso. Das fand ich jetzt einfach total süß. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und vor allem gibt es diese Mystery Bags ja gar nicht mehr so einfach dazu irgendwie. Also Kosmetik for Less hatte die ja früher auch mal irgendwie, dass man die kostenlos dazu bekommt an einem bestimmten Einkaufswert, aber lohnt sich heutzutage natürlich nicht mehr. Das waren auch noch ganz andere Zeiten, mal abgesehen von Inflation und so. Und ja, genau, zur Inflation passen die nächsten Produkte auch hervorragend nicht. Tatsächlich. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen, also falls ihr das nicht sehen wollt, dann schaltet jetzt gerne ab. Das habe ich in PR bekommen und genau, das zeige ich euch jetzt erstmal. Das hätte ich mir tatsächlich selber auch nicht gekauft, weil, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ich hatte meine Probe davon, fand das auch nicht schlecht. Ja, ich bin immer ganz froh, wenn ich sowas probieren kann. Ich denke, ich werde das ja auch meiner Mama zukommen lassen. Ganz lieben Dank an der Stelle an Lancôme. Das ist mir auch jedes Mal, Jungs und Mädels, eine riesige Ehre, dass ausgerechnet Lancôme mir Sachen schickt. Also, ich meine, sorry, aber da freue ich mich wirklich. Das ist ein ganz großes Kompliment an mich und da freue ich mich immer sehr und möchte mich auch gleichzeitig bei euch bedanken, dass ihr das auch so möglich macht. Ne? Genau, das ist das Advanced Genifique Youth Activating Konzentrat. Werde ich meiner Mama halt mal geben. Das sind 50 Milliliter. Ich bin mir sicher, dass das schon teuer ist. Habe ich auf jeden Fall zur Verfügung gestellt bekommen. Ganz lieben Dank an der Stelle an Lancôme, falls ihr auch gerne mehr Geld für Kosmetik ausgibt. Also ich hatte das Serum auch schon mal. Es war tatsächlich ganz schön. Mochte ich ganz gerne. Aber meine Flasche war damals nicht so groß. Ich glaube 5 Milliliter oder 10. Da kann man natürlich nicht von einem Langzeiteffekt sprechen, den ich da beobachten konnte. Genau, also da erstmal ganz lieben Dank an Lancôme. Und dann habe ich noch ein kleines Paket gekriegt von, ihr kennt bestimmt Kind of Rosie. Und die hat Haarprodukte. Da durfte ich, ja, ein Paket erhalten. Und das haben die auch ganz süß gemacht. Schaut euch das gerne an. Das ist natürlich, also erstmal so eine süße Box hier. Total niedlich und hochwertig gemacht. Und dann kann man die so öffnen. Dann sieht das so aus. Und es riecht ganz natürlich schön nach Rosen. Wenn man den Duft mag, ist das vielleicht ja auch eine schöne Geschenkidee. Und ich hatte eigentlich gesagt, ich bin nur an dem Öl und der Maske interessiert. Die haben ja aber alles reingepackt, was sie anbieten, soweit ich weiß. Hier haben wir einmal, ich glaube, das ist für ein festes Produkt. Wir haben hier, genau, hier ist ein festes Shampoo. Das soll man wahrscheinlich da reinmachen. Also dann haben wir dafür eine sehr süße Aufbewahrungsdose. Das ist so aus Metall, ganz leicht. Und oh, das riecht wirklich gut, Jungs und Mädels. Dann haben wir hier halt die handgemacht ist das auch noch. Oh mein Gott, wie die aussieht. Voll schön und die riecht auch unglaublich schön nach Rose. Also hier haben wir ein festes Shampoo. Da schaue ich mal, ob ich das selber benutze. Ist auf jeden Fall Arganöl und Rose bei, weil ganz oft verträgt mein Haar das nicht so sehr, wenn nicht genug Silikon drin ist. Aber vielleicht ist das beim Shampoo, wie ich es vorhin gesagt habe, ja auch gar nicht so wichtig. Was steht denn hier? Arganöl und Rose reinigt deine Haut und Kopfhaut sanft, aber gründlich und pflegt es dabei noch mit wertvollen natürlichen Inhaltsstoffen. Es spendet trockenem Haar Feuchtigkeit, verleiht gesunden Glanz und kräftigt die Haarwurzeln. Ein zarter Rosenduft und nachhaltiger Schaum versüßen dir das Duscherlebnis. Müsste ich eigentlich echt mal ausprobieren, ne? Nehme ich noch auf, ja. Und genau, weil mein letztes festes Shampoo, ich weiß nicht, bisher hatte ich keins, das mir so richtig zugesagt hat, wo ich sagen konnte, ja, dafür lasse ich jetzt alle Flüssig-Shampoos im Regal stehen. Vielleicht ist das ja hier mal soweit, das wäre ja auf jeden Fall schön. Genau, dann haben wir hier noch, da freue ich mich auch schon sehr drauf, ein Wimpern- und Augenbrauen-Serum. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Ich meine, gelesen zu haben, dass da keine Hormone drin sind. Nee, pflanzliche Inhaltsstoffe sind hier drin. Biomungbohnen und Rotklee, Sprossenextrakt. Und ja, Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Sind die hier? Ich gucke noch mal kurz, ob wirklich keine Hormone drin sind. Aber ich meine, damit haben sie auch geworben. Nee, da ist kein Hormon drin. Dementsprechend wird das nicht ganz so wirksam sein wie jetzt zum Beispiel Lash-Kokain. Ich glaube, ihr könnt gar nicht sehen, was da drauf steht. Ne? Ja, also das wird nicht so krass wirksam sein. Ich werde das aber zusätzlich einfach mal benutzen, weil so ein bisschen Pflege mache ich eigentlich sonst immer nur so Vaseline drauf. Und Vaseline pflegt ja nicht wirklich, das schützt ja eigentlich nur. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Ich werde euch berichten. Hier haben wir das Haaröl, auch mit Arganöl und Rose. Hier haben wir jetzt die 30 Milliliter Größe. Ich glaube, die gab es noch eine Nummer größer. So, das kommt in so einer dunklen Pipette. Sehr hochwertig in der Tat. Das ist alles sehr groß hier. Und ich rieche jetzt natürlich einmal dran. Das riecht nicht so extrem. Ja, natürlich, in der Tat. Und ja, Arganöl ist natürlich immer schön. Chinesisches, ja, doch.
Ja, schön. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Dann haben wir hier noch die Haarkur. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Sag ich die ganze Zeit bei jedem Produkt wahrscheinlich. A Kind of Rosy Hair Haarmaske, Arganöl und Keratin pflegt und stärkt deine Haare mit wertvollen und natürlichen Inhaltsstoffen. Hochwertige Öle, pflanzliches Protein und veganes Keratin machen deine Haare spürbar kräftiger und geschmeidiger, ohne zu beschweren. Wenn Kreatin und Protein drin ist, dann auf jeden Fall nicht mit Olaplex zusammen benutzen. Und ja, ansonsten macht das auch einen sehr guten Eindruck. Das ist hier nochmal so zu. Und riecht nicht eklig nach Rose. Also ich rieche die Rose fast gar nicht raus. Wenn, dann ist sie ganz, ganz, ganz subtil. Es schmeckt. Es riecht eher natürlich und nach Pflegestoffen einfach, so cremig. Ja, und als gratis Zugabe, wollte ich gerade sagen, habe ich jetzt hier auf jeden Fall, das ist ja alles gratis, sorry, blöder Spruch. Der Kind of Rosy Hair Cam besteht zu 100% aus hochwertigem Zellulose-Acetat, welches aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Dank breiter, abgerundeter Zahnung lassen sich die Haare mühelos entwirren und die Kopfhaut wird geschont. Für alle Haartypen geeignet, handgemacht in Europa und vegan. Ja, also ein sehr hübscher Kamm, wie ihr schon gesehen habt. Da ist auch hier vorne das Logo einmal drauf. Ich weiß leider nicht, was der kostet. Wenn ich es finde, dann werde ich es euch auf jeden Fall verlinken. Das Gute bei diesen groben Kämmen ist, muss ich sagen, also ich benutze sonst immer eher so Feines. Aber gerade zum Durchkämmen so über den Tag, man soll ja gar nicht so viel durchkämmen eigentlich. Ich weiß, manche sagen, man soll viel durchkämmen, aber eigentlich ist es ja immer eine manuelle Belastung letztendlich. Jeder Kammzug, ach ihr wisst schon, Mensch, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist es dann gut, wenn es ein gröberer ist, weil dann natürlich nicht so extrem stark daran gerissen wird, wie bei einem Feinen. So, nur gut, ihr Süßen, das war auf jeden Fall das. Wie gesagt, das Trimoin-Zeug habe ich mir selber gekauft. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören, solltet ihr bis hierhin zugehört haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.